Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um eine Zuschauerfrage. Ich hatte in einem vorangegangenen Video so anklingen lassen, gegebenenfalls müsste man auch mal eine Strategie entwickeln, dass der Arbeitgeber einen kündigt, ja, weil das Problem, viele Arbeitnehmer wollen gekündigt werden und Arbeitgeber sagen, ich kündige die aber nicht, weil sie natürlich keine Abfindung zahlen wollen, beziehungsweise weil sie den Mitarbeiter gar nicht verlieren wollen. Ja, und ich habe dann gesagt, naja, da muss man dann halt eine Strategie entwickeln, Plinker, Plinker. Und jetzt sagt hier ein Zuschauer, Katzenabort, oh, ist ein schwieriger Name, also ein schrecklicher Name. Jedenfalls, Strategien entwickeln, dass der Arbeitgeber einen kündigen will, hört sich interessant an, können Sie dazu mal ein Video machen. Mache ich. Das Thema ist heikel, denn ich sag mal, ich will jetzt hier nicht auffordern, sich irgendwie vertragswidrig zu verhalten. Aber ich habe ja gesagt, es ist halt immer ein Problem, häufig ein Problem von Frauen, dass sie bei mir anrufen und sagen, ich will da raus. Ich habe den Arbeitgeber das ganz ehrlich gesagt und habe gebeten, dass er mich kündigt, weil ich eben von der Bundesagentur keine Sperrzeit bekommen möchte. Und ich bin 20 Jahre dabei, ich möchte vielleicht auch noch eine kleine Abfindung und so weiter. Und der Arbeitgeber hat gesagt, nö, warum? Ist doch alles gut, du, ich kündige nicht. Und tatsächlich macht der Arbeitgeber diese Arbeitnehmer aber total fertig. Ja? Und manchmal macht er sie auch gar nicht fertig, aber man will einfach aus anderen Gründen raus. Wie auch immer, jetzt stellt sich die Frage, wie gehe ich damit um? Männer haben dieses Problem nach meiner Erfahrung eher selten, weil Männer automatisch, wenn die aus dem Job raus wollen, innerlich gekündigt haben, dann auch so arbeiten, dass jeder Arbeitgeber die auch schnell loswerden möchte. Ja? Also da das ist ein typisches Frauenproblem. Sie wollen eigentlich weg, sind aber so verantwortungsbewusst und ordentlich, dass sie einfach weiter top arbeiten und der Arbeitgeber sagt, warum soll ich die kündigen? Ja, ist mir doch egal, was die denkt, ob die mich hasst oder sonst was, die macht einen guten Job und behalte ich die halt einfach. Und jetzt ist dann eben der erste Ansatz, dass man sich mal als Arbeitnehmer überlegt, was man eigentlich vertraglich schuldet. Und zwar schuldet man ja als Arbeitnehmer eine Leistung mittlerer Art und Güte. Man schuldet ja keine Spitzenleistung. Man muss ja nicht Mitarbeiter des Monats permanent sein. Wenn man das nicht ist, verstößt man nicht gegen seinen Arbeitsvertrag. Erster Ansatz. Dann in dem Zusammenhang auch überhaupt mal die Frage, was kann der Arbeitgeber machen, wenn ich jetzt zum Beispiel eher nicht so gute Arbeitnehmer bin, eher nicht so gute Leistung bringe. Das ist das ganze Thema Kündigung von Schlechtleistern, von Minderleistern, von Low-Performern. Gerne hier mal googeln im Kanal, habe ich schon einiges zu gemacht. Gar nicht so einfach für den Arbeitgeber. Ja, wie wollen Sie beweisen, dass ein Journalist schlecht ist, ja, oder ein Anwalt schlecht ist? Gut, da kann man was sagen, wenn er jetzt häufig seine Prozesse verliert, aber das ist alles schwer messbar. Wenn ein Fließbandmitarbeiter durchschnittlich an seinem Band 50 Stück gefertigt werden und der schafft nur 30 und die Spitzenkräfte schaffen 200, ja, dann ist das sicher ein schlechter, ein Low-Performer. Aber das ist ja heutzutage eher ein seltenes Phänomen, dass sich Arbeitsverhältnisse so über in der Quantität, so über Stückzahlen sozusagen definieren lassen. Ja. Insofern eben dort der Vorteil, man kann ja Schlechtleistung nicht mehr so gut beweisen, man kann den Arbeitgeber also eigentlich da schon relativ schachmatt setzen, ja, indem man eben seine Leistung herunterfährt. Was man natürlich nicht machen darf, ist irgendetwas Strafbares, wie zum Beispiel Arbeitszeitbetrug. Das erlebe ich dann sehr häufig, dass Arbeitnehmer, die innerlich gekündigt haben, dann sich mit anderen Dingen auf der Arbeit beschäftigen, aber Arbeit vorgaukeln. Das ist letztlich sogar ein strafbarer Betrug, denn sie täuschen ja Arbeitsleistung vor. De facto kann der Arbeitgeber aber beweisen, dass sie gar nicht gearbeitet haben, weil sie auf dem Handy unterwegs waren oder auf dem Rechner an irgendwelchen Seiten, die nichts mit ihrer Arbeit zu tun hatten. Oder weil sie vielleicht, solchen Fällen haben wir auch, gar nicht da waren.
Ja, weil wenn sie gar nicht anwesend sind und in der Zeiterfassung aber irgendwie vortäuschen, der Kollege stempelt mit oder was auch immer, sie schreiben die Zeiten auf, obwohl sie nicht da waren, dann begehen sie einen Arbeitszeitbetrug und dann das berechtigt zur fristlosen Kündigung. Das ist ein ganz schlechter Fall, weil da fliegen sie raus und haben ein echtes Problem im Kündigungsschutzprozess. Wir klagen zwar auch, aber dann sind die, da ist man manchmal schon froh, wenn man das irgendwie halbwegs vernünftig wieder zu Ende kriegt. Da hat der Arbeitgeber gute Karten. Also das, was man da instinktiv oder viele da instinktiv machen, das ist der größte Fehler. Ja? Gut, also das, der ganze Aspekt Leistung ist eine Strategie, wenn man sagt, man will gekündigt werden, ganz klar. Nicht beliebt sind Arbeitnehmer, die häufig krank sind. Ich rufe hier nicht dazu auf, sich krank schreiben zu lassen, obwohl man nicht krank ist. Das sage ich, jetzt auch gar nicht mit dem Augenzwinker, sage ich ganz klar, das würde ich nicht tun. Ja, da gibt es auch Möglichkeiten für Arbeitgeber, zwar sehr wenig, aber was ich aber eben oft bei den Fällen, die ich hier schilder, erlebe, also bei den fleißigen Mitarbeitern, die sind nicht krank. Die wollen, haben innerlich gekündigt, die wollen vom Arbeitgeber gekündigt werden, die wollen nichts wie weg, die überlegen sogar eine Eigenkündigung auszusprechen, aber die sind fix und fertig mit den Nerven, die sind aus meiner Sicht krank, gehen aber nicht zum Arzt, sondern schleppen sich noch mit der letzten Grippe und sonst was noch zum Arbeitgeber. Muss man ja nicht. Wenn man arbeitsunfähig ist, kann man einen Arzt aufsuchen und kann sich Arbeitsunfähigkeit attestieren lassen. Das mag natürlich der Arbeitgeber nicht, denn der Arbeitgeber muss dann zunächst mal eine Geldfortzahlung leisten für 12 Wochen. Das kostet Geld, obwohl er keine Arbeitsleistung bekommt. Das nervt ihn und auch der Organisationsaufwand, der damit verbunden ist. Das heißt so, das wäre also auch sozusagen, wenn man es jetzt Strategie nennen will oder Reaktion nennen will, das wäre eben auch eine Möglichkeit, sich unbeliebt zu machen. Da gibt es noch jede Menge andere. Hat Ihr Betrieb schon einen Betriebsrat? Wussten Sie, dass Sie schon bei 5 Mitarbeitern in einem Betrieb, Kündigungsschutzgesetz gilt gar nicht und Sie können schon Betriebsrat gründen, würde ich nicht machen bei so kleinen Betrieben. Ja? Aber Sie können es, ja, nach dem Betriebsverfassungsgesetz. Da der Gesetzgeber, das ist aus meiner Sicht totaler Humbug, aber gut. Ich kenne auch kein einziges Unternehmen, was mit 5 Leuten einen Betriebsrat gründet, aber das wäre auch fies gegenüber dem Arbeitgeber fast, würde ich sagen. Ja? Geht gesetzlich, ja. Also, Betriebsratsgründungen sind bei Arbeitgebern auch nicht beliebt. Und wenn Sie zwar können Sie sagen, na gut, wenn ich jetzt Betriebsratsmitglied bin, dann habe ich ja einen besonderen Kündigungsschutz. Ja, aber nichts ist, was man nicht auch abkaufen kann. Ja, also wenn Sie sich mit einem Arbeitgeber auf eine Beendigung einigen, der Ihnen eine Abfindung zahlt, dann können Sie auch als Betriebsrat gehen. Das also wäre ein Gedanke, ja, da kann man sich auch an die Gewerkschaften wenden und um Hilfe bitten oder an Anwälte und um Hilfe bitten, wenn man das machen will. Ja, was haben wir noch? Also den Leistungsbereich, die Arbeitsunfähigkeit und die Betriebsratsgeschichte. Ansonsten, es gibt noch jede Menge fiese Strategien, was man machen könnte, den Chef mobben und sonst was. Aber das können Sie jetzt von mir echt nicht erwarten, dass ich hier sowas erzähle. Ich will, da muss jeder sich selber drüber im Klaren werden. Ich hatte schon Mitarbeiter, die haben mich nicht mal wissentlich und willentlich, aber die haben mich einfach mit einer bestimmten Art so fertig gemacht, dass ich mich gemobbt gefühlt habe, muss ich ganz klar sagen, als Arbeitgeber. Ja. Ich denke, also da ist auch eine Menge möglich. Gut, wenn Sie selbst irgendwelche Strategien haben oder noch Ideen haben, dann gerne in die Kommentare, soweit es meine Berufsauffassung zulässt, äußere ich mich dazu. Und ich sage auch gleich, bevor der Vorwurf wieder kommt, ich würde jetzt hier so viel Arbeitnehmern Tipps geben, ich werde auch ein paar Strategien für Arbeitgeber als Ausgleich hier in der Folgezeit nochmal zum Thema Kündigung machen. Und dann ist die Waage der Justiz ja wieder im Ausgleich. Aber ich kann auch nichts dafür, wenn immer so viele Arbeitnehmer hier Fragen stellen. Stellen doch mal die Arbeitgeber, müssen auch mal ein bisschen Fragen stellen. Dann komme ich auch da mehr ins Gespräch. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.